Bernau bei Berlin. Das ist unsere Stadt. Hier gehen wir zur Schule. Und Neues und Historisches liegen oft nah beieinander. Oft kommen Touristen und ganze Schulklassen aus Berlin nach Bernau, um sich über seine alte Geschichte zu informieren und die gut erhaltene Stadtmauer zu besichtigen. Doch in jüngerer Vergangenheit, außerhalb des Zentrums, befanden sich im Bernauer Stadtgebiet jedoch jahrzehntelang ganz andere Mauern. Und von diesen berichtet unser Film. Wir wollten wissen, was hinter diesen Mauern ist. Das Gelände, das wir hier betreten, ist das ehemalige Heeresbekleidungsamt Bernau. Genauer gesagt, das ist das Nebenamt am Schönfelder Weg. Besteht aus 8 in einem Halbkreis angeordneten Gebäuden, deren gesamte Nutzungsfläche etwa 65.000 Quadratmeter beträgt. Erbaut wurde sie als Lager für Uniformen, Stiefel und sonstige Ausrüstung für Soldaten der Wehrmacht ab 1939 bis etwa 1943. Gleichzeitig geplant und errichtet wurde das kleinere Hauptamt an der Schwanebecker Chaussee, in dem sich die Produktion und Verwaltung befand. Doch wie kam es dazu, dass unsere kleine Stadt Bernau als Standort für ein solch riesiges Bauvorhaben gewählt wurde? Warum Bernau? Wie das große Heeresbekleidungsamt in das kleine Bernau kam. Die Zeugen dieses ersten Zeitabschnittes fanden wir vor allem in den Archiven. Wir springen zurück ins Jahr 1931. Die Menschen in Deutschland spürten die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Firmen und Banken gingen bankrott, die Zahl der Arbeitslosen stieg stetig und lag bereits bei über 4 Millionen. In Bernau wurde am 6. Januar 1931 Dr. Heinrich Höhn zum Bürgermeister gewählt. Zum Amtsantritt sagte ihm der Stadtverordnetenvorsteher: Es wird nicht leicht sein, diese Stadt mit all ihrem Elend zu leiten. Was meinte er damit? Mehr als 10.000 Einwohnern standen nur wenige 100 Arbeitsplätze zur Verfügung. Die meisten Bernauer fanden Arbeit in Berlin, das sie mit der S-Bahn erreichten, wurden in Krisenzeiten aber oft als Erste entlassen. 1933 erhielt fast jeder dritte Bernauer Sozialleistung, die Stadtkasse stark belasteten. Deshalb bemühten sich die Stadtväter darum, Industriebetriebe in Bernau anzusiedeln und warben für Bernau mit seinen guten Standortbedingungen. Bernau liegt an der Eisenbahnlinie Berlin-Stettin sowie an der gleichlaufenden Strecke der Reichsautobahn. Außerdem hatte Bernau viele Facharbeiter. Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 begann in Deutschland die Kriegsvorbereitung. Nun erschien auch die Ansiedlung von Militär geeignet, um Arbeitsplätze zu schaffen, sodass auch bei der Wehrmacht in Berlin für Bernau geworben wurde. Im August 1936 erklärte Hitler in einer geheimen Denkschrift, dass die Wehrmacht und die deutsche Wirtschaft in den nächsten 4 Jahren einsatz- und kriegsfähig sein müssen. Und so begannen am Jahresende 1936 Gespräche zwischen Verantwortlichen des Heeres und der Stadt Bernau, um das bis dahin in Berlin angesiedelte Heeresbekleidungsamt nach Bernau zu verlegen. Es wurde betont, dass die Verlegung des Bekleidungsamtes vom Standpunkt der Arbeitsmarktlage sehr erwünscht ist. 138 Näherinnen und etwa 200 Schuhmacher sollten Beschäftigung finden, außerdem Transportarbeiter. Die Stadt erhoffte sich daraus die dringend nötigen Steuereinnahmen. Als erstes musste das Bauland bereitgestellt werden. Die für den Bau des Heeresbekleidungsamtes vorgesehenen Grundstücke waren Ackerland. Doch am Standort Schönfelder Weg, an dem das Nebenamt errichtet werden sollte, barg dieses noch einen ganz anderen Schatz. Und wäre dieser noch etwas größer gewesen, wer weiß, wie Bernau denn heute aussehen würde. Vielleicht so? Ja, unter Bernau gibt es eine Braunkohlelagerstätte. Doch zum Glück stellte das Bergbauamt in Halle fest, dass in absehbarer Zeit kein Bedarf an neuen Braunkohlegebieten in der Nähe Bernaus vorlege. Unter absehbarer Zeit war eine Reihe von Jahrzehnten zu verstehen. So gab es keine bergbaulichen Einwände gegen das Bauvorhaben.
Die benötigten Grundstücke gehörten Bauern, sowie der Kirchengemeinde St. Marien, die es an Bauern verpachtet hatte. Kleinere Teile auch der Stadt Bernau. Die Bauern und die Vertreter der Kirche wurden zu geheimen Verkaufsverhandlungen ins Rathaus bestellt. Am 16.12.1937 stellte der Bürgermeister fest, sämtliche Eigentümer sind verkaufsbereit. Waren alle Eigentümer so schnell von der Notwendigkeit dieses Bauvorhabens zu überzeugen? Mit der Kirchengemeinde St. Marien konnte keine Einigung über den Preis erzielt werden. Nach monatelangen Verhandlungen wurde schließlich ein Enteignungsverfahren gegen sie eingeleitet. 3 Tage später kam es dann doch zum Abschluss eines Kaufvertrages und das Enteignungsverfahren wurde wieder aufgehoben. Die Vertreter der Kirche durften den Vertrag unterzeichnen, denn sie erklärten: Wir sind keine Juden. Aber auch auf dem Land, wo das Hauptamt errichtet werden sollte, gab es so etwas wie einen kleinen Schatz. Und der war nicht zu übersehen. Die Mühle ist seinerzeit von der Stadt erworben, um ein technisches Kulturdenkmal in der Nähe der Reichshauptstadt zu erhalten. Diese Mühle sollte auf Kosten des Heeresbauamtes umgesetzt werden und erhalten bleiben. Doch dazu kam es offensichtlich nicht mehr. Der Baubeginn am Hauptamt war im Sommer 1938. Am Nebenamt erfolgte der erste Spatenstich im Januar 1939. Das Geld wurde jetzt offenbar für Wichtigeres als technische Denkmäler gebraucht. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall Deutschlands auf Polen der Zweite Weltkrieg. Zivil oder militärisch, wenn Krieg nicht nur an der Front passiert? In Bernau waren die Bauarbeiten im Gange. Gebaut wurde modern mit Stahlbeton, sodass riesige Produktions- und Lagerräume entstanden. Die Fassaden erhielten eine Verkleidung aus Klinker. Im Heeresbekleidungsamt sollten einmal 1300 zivile Arbeiter beschäftigt werden. Für sie war der Bau von etwa 500 Wohnungen in der Siedlung Lindow vorgesehen, dazu eine Schule für ihre Kinder. Doch zunächst hatten die beiden Standorte des Amtes Vorrang. Bis etwa 800 Bauarbeiter wurden auf den beiden Baustellen gleichzeitig beschäftigt. Westlich des Nebenamtes wurde ein Barackenlager für die Arbeiter errichtet, die von auswärts kamen, denn es gab in Bernau nicht genügend Wohnraum. Eile war geboten, denn hier sollte schließlich kriegswichtige Ausrüstung produziert, gelagert und verteilt werden. Doch schon bald waren erste Auswirkungen des Krieges auf der Baustelle spürbar. Am Nebenamt kam es bereits am Jahresende 1939 zu einem Baustopp. Nachdem im August 1940 erstmals Bomben auf Berlin fielen, befahl Hitler den Bau von Luftschutzbunkern in Städten mit kriegswichtigen Anlagen. Trotz seiner militärischen Wichtigkeit hatte die Baustelle offenbar nicht genügend Material und Arbeitskräfte, um die Bauarbeiten wie geplant fortzuführen. Offenbar wurde aber immer wieder gebaut, wenn es irgendwie möglich war. Einige Gebäudeteile aber sind nie errichtet bzw. fertiggestellt worden. Auch die späteren Nutzer haben daran nichts geändert. Vermutlich wurde so schnell wie möglich mit der Produktion von Uniformen und Stiefeln begonnen. Die Arbeitskräfte standen aus dem Reichsarbeitsdienst zur Verfügung, zu dem junge Frauen in Deutschland verpflichtet waren. Wir wurden ja immer eingeteilt, wir mussten ein Jahr machen. 7 Monate Arbeitsdienst und 5 Monate Kriegshilfsmaid. Die erste oder zweite Etage, da war dann die Nähkolonne. Und wir hatten dann lang am Band genäht. Nicht? Hier eine Maschine, da eine Maschine und so ging das. Jeder machte an der Uniformshose ein bisschen was. Und zuletzt saßen sie drüben auf der anderen Seite, die haben Knöpfe und Knöpplöcher. Also Knöpplöcher, wir gab es noch eine Maschine da drüben, aber Knöpfe mussten angenäht werden. Nicht? Und das ging dann bis zu dem Turm. Da waren alles Nähräume. Und an der anderen Seite war ein Zuschnitt. Wir mussten auch mal im Zuschnitt rüber, Lagen legen und so weiter. Also es war an und für sich sehr schön. Es war eine schöne Arbeit, man kann nicht sagen, dass es schlechte Arbeit war. Bloß es waren eben alles Uniformen. Auch in Bernau gab es in dieser Zeit Kriegsgefangene. Ein Kriegsgefangenenlager befand sich direkt im Nebenamt. Und daneben nachher, neben dem Gebäude, war ein Komplex, das war für strafgefangene Soldaten, die schon irgendwas verbockt haben und die ausgekniffen waren, dann haben sie wieder eingefangen. Und die kamen dann da unter starker Bewachung rein. Sie mussten hier arbeiten. Auch bei den Bauarbeiten, die im Zusammenhang mit dem Bekleidungsamt standen, waren sie eingesetzt. Und einmal haben wir gesehen, da ist ein Saboteur. Wollte wieder Turm. Der war schon hier, das war hier Brachland. Hier war Zaun und Brachland. Und
Da kamen sie dann mit den Hunden und die haben die Hunde gerammt, aber ihr fast an den Arm und jetzt musst du wieder rein. Ich hab gesagt, so ein Dummkopf, vielleicht wären 2 Jahren alles vorbei gewesen und wer auch. Und so hat er sich dann, da wisst, was sie mit dem gemacht haben, was sie dem. Aber wir hatten mit denen keinen Kontakt, die kamen überhaupt nicht ran zu uns. Die waren fest eingezäunt mit Stacheldraht und so weiter. Und trotzdem sehen sie, hat es einer geschafft. Einer versucht es immer und schafft es. Für den Transport der Rohstoffe und fertigen Produkte war je Standort ein eigenes Anschlussgleis an die Bahnstrecke Berlin-Stettin vorgesehen. Das Anschlussgleis des Hauptamtes konnte im November 1940 in Dienst genommen werden. Am Nebenamt dauerte der Bau wesentlich länger. Die beiden ersten Versuche im Februar und Juni 1943, das Gleis von der Reichsbahn abnehmen zu lassen, scheiterten aufgrund der vielen Baumängel. Die Vertreter des Heeresbauamtes anerkannten die Notwendigkeit der Anlegung des Bahngrabens, erklärten aber, die Arbeit während des Krieges aus Mangel an Arbeitskräften nicht ausführen zu können. Erst am 29. Juni 1944 konnte die Bescheinigung erstellt werden. Haben sich denn wenigstens die Wünsche der Stadtväter erfüllt, die Stadt etwas reicher zu machen? Durch die Erschließung der beiden Gelände musste die Stadt Bernau Straßenbaumaßnahmen finanzieren und die Wasserversorgung ausbauen. Aber wie, wenn das Geld schon vorher knapp war? Und so war die Lage dann wohl doch etwas anders als erhofft. Die Verwaltung erfordert schon seit geraumer Zeit besonders hohe Kosten, da das starke und schlagartige Wachstum zu umfassenden Planungen auf allen Gebieten zwingt. Außerdem Gewerbeertragssteuer und Lohnsummensteuer von den Betrieben der Heeresbekleidungsämter nicht einkommen. Und auch die Ansiedlung der Arbeiter. Aus Gründen des Arbeitermangels und der Rohstofflage erst nach dem Bau der Ämter begonnen werden sollte. Sieger und Besiegte. Wenn ein Krieg vorbei, aber trotzdem noch da ist. Am schlimmsten war der Hunger. Denn nach 14 Tagen, 3 Wochen, gingen die Lebensmittel aus. Und dann fing es an, haben Sie schon mal Hunger gehabt? Wahrscheinlich nicht wirklich. Nee. Also nicht Appetit. In diesem Sinne. Ja, man hat Appetit. Ich meine aber Hunger. Ja. Richtig Hunger. Ja, das hatte ich gehabt. Ich hatte dann Hunger gehabt. Das fängt so am 3., 4. Tag an. Tut der Bauch weh, 5., 6. Tag wird man apathisch, wird man richtig müde. Und dann weiß ich noch, bin ich auf die Straße gegangen, meine Schwester hat auch vor Hunger geweint, ich weiß noch. Und da kam ein Hund, ein Terrier, er hieß Pfiffi. Der kam zu mir und trau dich an. Ja, ich hab ihn mit nach Hause genommen. Hammer durchgestochen, Fell abgezogen, Rinn in die Pfanne und wir haben beide den Hund aufgegessen. So waren wir erstmal satt für ein paar Tage. Zuerst bin ich zu Fuß die 6 Kilometer von Burkholzaue hin, den ganzen Tag diese schweren Torwege und so repariert und dann wieder zurückgelaufen. Und zu essen gab es nicht groß, 4 Scheiben Trockenbrot mit Salz. Da bin ich manchmal bald umgefallen. Ich wog 105 Pfund. War nur eine Idee größer als im Alter, wird man ja kleiner. Und das war also eine schwere Zeit, muss ich sagen. Im Potsdamer Vier-Mächte-Abkommen, das am 2. August 1945 geschlossen wurde, war festgelegt, dass Deutschland in 4 Besatzungszonen aufgeteilt wurde. Bernau lag in der sowjetischen Besatzungszone und stand daher unter Verwaltung der sowjetischen Militäradministration. Unter dieser nahm im Laufe der nächsten Wochen und Monate das öffentliche Leben wieder Struktur an. Das Heeresbekleidungsamt bekam eine neue Funktion. Hier wurden Güter gesammelt, die dann als Reparationsleistung in die Sowjetunion gingen. Ja, naja, Fahrräder haben wir dann einfach genommen. Waren ja genug da, tausende Fahrräder da, Fahrräder genommen. Naja, und dann wurde natürlich auch geklaut. Ich weiß noch, dann waren viele LKWs voll mit Nähgarn, Spulen mit Nähgarn, die wurden dann auch da gelagert. Nähgarn war doch knapp. Mensch, ja, aber wie kriegt man Nähgarn nach Hause? Wir wurden ja auch abgetastet. Wa? Ja. Naja, und ich hab dann in meiner Fahrradlampe immer 2 Spulen rein, Fahrradlampe, und dann habe ich immer
nach Hause gekriegt. Und das war aber nicht genug, das hat nicht geschafft. Und dann habe ich mir beigemacht, den Reifen aufgemacht und habe Negernspulen, den ganzen Reifen runter auf dem Rill und zugemacht, leicht angepumpt und dann das Rad geschoben bis zum Pförtner raus. Und so hat man geschmuggelt. Dann haben wir uns eine Rolle Negern, war ja auf Holz, unter Dings und dann umbrachen gemacht. Für den Transport, die Reparatur und das Verpacken dieser Sachen wurden Arbeitskräfte, Männer und Frauen aus Bernau und der weiteren Umgebung herangeholt, unabhängig von ihrer Ausbildung. So kamen auch unsere Zeitzeugen 1945-46 ins Heeresbekleidungsamt. Jedenfalls standen wir da auf der Straße, mein Vater und ich, und dann kam ein Russenauto, ein offenes Auto, so ein LKW, und die riefen runter: Du Spezialist, du Spezialist. Und mein Vater sagte: Ja. Was das nun bedeuten sollte, was ein Spezialist, der Name Spezialist war bei den Russen, was besonders wahrscheinlich. Und wir in den Wagen rauf, und dann hat man uns da in das Schönfelder Weg in das Heeresbekleidungsamt gefahren, und da waren schon andere da, und jedenfalls sind dann in Haus 5 untergebracht, das war so in der Mitte. Jedenfalls haben wir dann anfangs Nähmaschinen geprüft, ob sie gehen. Von Reparaturen war Anfang ja keine Rede, wie sieht eine Nähmaschine aus? Ja. Und jedenfalls, die wurden dann zurechtgemacht und ein bisschen verpackt. Und dann wurden sie in Waggons geschafft und ab nach Russland. Zuerst waren es Dinge aus privaten Haushalten. Später neu hergestellte Waren aus den ostdeutschen Betrieben. Als Lohn erhielten sie zunächst Mahlzeiten vor Ort. Dazu kamen später Getreide und Lebensmittel, die sie mit nach Hause nehmen konnten. Und schließlich etwas Geld. Ungefähr dann nach so einem halben Jahr, ein Jahr ungefähr ist es gewesen, dann haben wir das erste Geld gekriegt. Und zwar, weiß ich heute noch, 90 Pfennig die Stunde. 90 Pfennig, damals war ja Mark und Pfennig. 90 Pfennig die Stunde. Und das blieb auch dabei, denn da wurde nicht weiter hochgemacht. Wer von der weiteren Umgebung herkam, wohnte dort. Im gleichen Gebäude wie bereits die dort beschäftigten Arbeiter während des Krieges und konnte nur am Wochenende nach Hause. Für Reparaturarbeiten wurden ortsansässige Firmen und Handwerker herangezogen. Dort war eine wunderbare Tischlerei drin mit einem erfahrenen Tischler, der ein ganz lustiger Mensch übrigens, Riedel hieß der, der hat nachher das Restaurant am Rollbergeck oben geführt später. Und er war Tischler und kam aus dem Rheinland. Deswegen war er ein sehr lustiger Mensch. Und da gab es immer viel zu lachen, und deswegen hat die Arbeit auch da Spaß gemacht. Die Tischlerei war mit modernsten, dem neuesten Stand seiner Zeit Maschinen ausgerüstet. Solche Maschinen haben heute noch nicht mal eine Tischlerreihen, ja, wie sie dort war. Und daneben war auch ein bisschen ein Glaserraum. Die Glaserarbeiten wurden von der Tischlerei, Glaserei. Das gab es ganz früher öfter in der Kombination gleich mitgemacht. Also Bauglas, Bauverglasung, ja. Neben der täglichen Arbeit nutzten auch die Handwerker die Möglichkeit, sich zusätzlich etwas zu essen hinzuzuverdienen. Und da wir ja nichts zu essen hatten, haben wir natürlich auch manchmal nebenbei was gefuscht. Und da die Russen ja, wenn sie in Urlaub fuhren, immer gerne, oder wenn sie entlassen wurden, gerne was mitgenommen haben, brauchten sie ja Koffer. Koffer gab es keine. Da haben wir Holzkoffer gebaut. Die schnellsten, also wenn einer gut war, das Problem war die Schlösser. Entweder musste man Kofferschlösser haben oder man musste ein Piano-Schloss haben, also mit einem Haken, wie die Klappdeckel bei den Flügeln sind. Und da waren wir ganz scharf drauf, wenn wir die irgendwie kriegen konnten. Und für einen so einen Koffer, den wir gebaut haben, Mindestarbeitszeit, also unter 2 Stunden, das kann ja kommen, 2 bis 3 Stunden braucht man. Ja. Wurde verleimt, oben, schwarz, unten, Rahmen rum, dann war alles mit der Hand gezinkt. So.
Und dann wurde das Verleimpass in geschlossener Kasten umgedreht und auf der Fräse war gerecht ausgeschnitten, der Deckel abgeschnitten und an den Ländern hätten eine Verstärkung rein, ja, am Schloss eingelassen und so weiter. So, und für das Geld des Koffers, wenn man überhaupt Geld nahm, aber man versucht dann immer Naturalien zu kriegen und ein bis anderthalb Brot war dann das Ergebnis. Alles friedlich, wenn Krieg verhindert werden soll mit militärischer Hilfe. Die sowjetische Armee blieb in den beiden Objekten, aber lieber unter sich. Hier absolvierten Soldaten, die aus allen Teilen der Sowjetunion kamen, ihren zweijährigen Grundwehrdienst. Es war jetzt die Zeit des Kalten Krieges und des Wettrüstens zwischen Ost und West. Die Alliierten blieben als Besatzungsmächte und ihre Soldaten lernten, was sie im Kriegsfalle brauchen würden. Das Hauptamt an der Schwanebecker Chaussee wurde Quartier einer Panzergardedivision und wurde noch erheblich vergrößert. Das Nebenamt am Schönfelder Weg blieb aber ein Bekleidungsamt. Hier wurden Uniformen gereinigt und gepflegt. Leider war es eine Zeit, in der auf Umweltschutz noch nicht so viel Wert gelegt wurde, wie wir es heute kennen. Und das hatte Folgen für Bernau, die auch in 40 Jahren noch nicht beseitigt sein werden. Die Sachlage war dazu mal so, durch eine Verunreinigung des Trinkwassers im Schichtbrennstoffwerk oder neben dem Schichtbrennstoffwerk in dieser Kaserne, und zwar nannte die sich damals hier das Bekleidungsamt von der deutschen Wehrmacht. Das hatte nach 1945 die sowjetische Armee übernommen und hatten da eine Reinigung eingerichtet. Diese Reinigungsmittel, die da verwendet wurden, waren zwar Auffangbecken da, aber die wurden nachher nicht mehr entsorgt, als sie abgezogen sind. Und durch Schneewasser, Schmelzwasser und Regenwasser sind diese Behälter übergelaufen und haben den ganzen, na sag ich mal, Erdboden und den Bereich um unser Trinkwasserbrunnen verseucht. Etwa gegen 19 Uhr wussten aber vorher schon durch Bescheidsagen, durch stille Alarmierung, dass etwas auf uns drauf zukommt. Und zwar so etwas wie Wasserversorgung. Man hat aber nicht gesagt, dass die Trinkwasserversorgung in Bernau schlechthin verschmutzt ist, sondern man hat nur gesagt, wir müssen hier etwas machen. Ja, aber keiner wusste, was nun? Was ist denn nun los? Was müssen wir denn nun machen? Aber da Feuerwehr immer Kind für alles ist, sind wir auch in diesen Richtungen vorbereitet, zumindest geistig, seelisch und moralisch, dass wir wissen, was müssen wir etwa in dieser Angelegenheit tun. So auch hier geschehen, dass wir uns moralisch und auch, materiell vorbereiten konnten auf dieses Ereignis. Wir hatten ungefähr 10 Tage mit dieser Arbeit zu tun. Nun war aber ein Problem dabei, wir mussten ja dieses Trinkwasser in den Wasserturm, der damals ja noch in Betrieb war, und zwar am Sportplatz der, mussten wir einige Meter hochpumpen und das hat ja eine Spritze so von weiter Entfernung nicht geschafft, also mussten wir unmittelbar vor diesem Wasserturm eine Motorspritze stationieren, die uns das Wasser reingedrückt hat oben. Und ja, zum Abschluss, wie das zu DDR-Zeiten immer üblich war, kam dann das große Dankeschön nach Abschluss dieser Sache. Und da erhielt jeder von uns eine Urkunde. Die Bernauer erfuhren nicht, warum ihnen das Wasser plötzlich abgedreht wurde. Die Chemikalie, die in den 90er Jahren im Bernauer Grundwasser nachgewiesen wurde, heißt Trichlorethen. Man schätzt, dass insgesamt ca. 100 Tonnen dieses giftigen Lösungsmittels in den Boden gelangt sind. Daneben ein ganzes Potpourri von Giftstoffen, die allesamt als hochgradig krebserregend gelten und bereits in 40 Meter Tiefe in Boden und Grundwasser eingedrungen sind. Wissenschaftler forschen noch daran, auf welche Weise sich die Verunreinigung des Grundwassers am besten beseitigen lässt. Sicher ist nur eins: Trinkwasser kann hier auf absehbare Zeit nicht mehr gewonnen werden. Und auf Baden und Angeln im Teufelspfuhl werden die Bernauer noch Jahrzehnte verzichten müssen. Von den Bewohnern des Bekleidungsamtes begegnen uns aus dieser Zeit nur die stummen Zeugen. Sie lassen uns nur ahnen, was die Soldaten und Offiziere hinter diesen Mauern erlebt haben. 1994 verließen die letzten Soldaten der ehemaligen Sowjetunion das Vereinigte Deutschland und damit endete auch das letzte Kapitel seiner militärischen Nutzungsgeschichte.
Seit 1994 liegen beide Objekte verlassen da. Was wird von ihnen bleiben? Welche Möglichkeiten bieten sie? Für das Nebenamt entwickelte ein Verein unter der Leitung von Professor Karl-Jürgen Kaltenborn neue Visionen einer friedlichen Nutzung. Wohnungen, Bildungsanbieter, Kunst- und Kulturschaffende könnten dort Einzug halten. Das benachbarte Gelände kann in einen Park umgestaltet werden, in dem Erholung, Sport und Spiel möglich wären. Den Panke-Park. In den vergangenen 18 Jahren fand sich noch kein Investor, der mutig und solvent genug gewesen wäre, solche Visionen in die Tat umzusetzen. Erst während unserer Dreharbeiten wurde ein Verkaufsvertrag für das Nebenamt unterzeichnet. Wir wünschen uns von diesem Investor und allen Menschen, die dort einmal wohnen oder arbeiten werden, dafür zu sorgen, dass von hier, unserem kleinen Bernau, nie wieder ein Krieg unterstützt wird und die Umwelt hier für die nächsten Generationen erhalten bleibt.